Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 120 Regenbogen, zweiter Teil. Und was heißt das jetzt? Wollte Draco wissen, der weiterhin seine Arme und Beine betrachtete. Hermine hatte bereits die ganze Zeit in einem Buch geblättert und erklärte: Die überwiegende Farbe ist ein helles Rot und das steht für... Sie nahm ihren Finger zur Hilfe und legte ihn auf die Zeile in ihrem Notizbuch. Aktivität, Tat und Lebenskraft und für Lebensfreude, durchweg positiv. Sie blickte auf und sagte: Das dunkle Blau bezeichnet den vorhandenen Arbeitsgeist. Severus schnaufte amüsiert. Darüber hinaus steht es für einen willensbetonten Charakter und seinem Wunsch nach Fortschritt. Draco schien die Bedeutung seiner Magiefarben zu gefallen, und er lauschte, als Hermine vorlas. Sollte die Farbe der Aura an den Beinen eine andere sein, so bedeutet dies, dass diese Eigenschaften zwar vorhanden, aber nicht sehr ausgeprägt sind. Moment, warf Draco ein. Was haben die Farben der Aura mit den Farben der Magie zu tun? Hermine war um eine Antwort verlegen. Severus schritt helfend ein und erklärte: Da dies ein völlig neuer Trank ist, Draco, wird es wohl kaum ein Buch über die Farben der Magie geben. Hermine und ich denken jedoch, dass es sich nur um eine kleine Abweichung bei der Deutung der Farben handeln könnte. Es wird lange dauern, bis wir die korrekte Bedeutung entschlüsselt haben, weswegen wir erst einmal auf die Farberklärung einer Aura zugreifen müssen. Okay, und was heißen die anderen Farben? Fragte Draco, der sich nicht wirklich für Severus Erklärung interessiert hatte. Hermine blätterte in ihrem Notizbuch, in welchem sie aus verschiedenen Büchern über Farbdeutungen Auszüge niedergeschrieben hatte, und las: Grün vermischt mit einem kräftigen Blau steht für Mut und Opfergeist. Wahnsinn, murmelte Draco. Severus warf ein: Vergiss nicht, dass die eben erwähnte Deutung sich auf vorhandene, aber nicht ausgeprägte Eigenschaften bezieht. Seinem Patenonkel warf er einen bösen Blick zu, den man durchaus noch durch die ganzen Farben hindurch erkennen konnte, denn er leuchtete nicht so hell wie Harry. Das immer wieder und überall am Körper aufblitzende Gelb steht für Geist und Intellekt, erklärte Hermine. Draco lachte auf, bevor er sagte: Ich bin nicht umsonst ein Slytherin. Ich wette, Severus ist dort oben bis unten in Gelb gehüllt. Eine unangenehme Stille machte sich für einen Moment breit. Was? Fragte Draco vorwurfsvoll. Severus lenkte vom Thema ab und befahl: Richte deinen Stab auf Harry und benutze einen Zauberspruch. Aber was für ein? Wollte Draco wissen. Nimm einen Aufmunterungszauber, schlug Severus vor. Harry schaltete sich ein und sagte: Ich brauche keinen Aufmunterungszauber. Wie wär's stattdessen mit einem Desillusionierungszauber? Von dieser Idee war Hermine begeistert, denn sie sagte: Ja, dann können wir sehen, ob die Magie auch unsichtbar wird. Draco wandte einen Desillusionierungszauber auf Harry an. Die rote Farbe sammelte sich in seinem Arm, doch auch das Blau, Grün und Gelb wanderten hinauf in Richtung des Zauberstabes, weswegen Hermine sich notierte, dass für einen Zauberspruch anscheinend alle Magiefarben gemeinsam genutzt werden würden. Der Desillusionierungszauber ließ Harry verschwinden, doch die Farben, wenn auch nur etwas schwächer, waren weiterhin zu sehen. Draco beendete den Zauber wieder und wartete auf weitere Anweisungen. Draco, entwaffne Harry mal, sagte Hermine enthusiastisch. Draco wandte sich der goldenen Lichtgestalt zu und sagte, dass er hoffentlich den Zauberstab treffen würde, er könne ja nichts sehen.
erhob seinen eigenen Stab und sagte: Expelliarmus! Harrys Zauberstab flog von ihm weg und prallte gegen einen Schrank. Haben Sie das gesehen, Severus? Fragte Hermine. Severus machte gerade Notizen und blickte nicht auf, als er seine Beobachtung schilderte und sagte: Grün und Blau sind nicht durch den Zauberstab gegangen. Draco zog die Augenbrauen nach oben und fragte: Und das bedeutet? Die Schultern einmal hebend und wieder senkend, antwortete Hermine. Keine Ahnung, das wollen wir ja gerade herausfinden. Harry, ich möchte, dass Sie den nächsten Fluch von Draco abwehren, sagte Severus, an die goldfarbene Lichtgestalt gerichtet. Gleich danach blickte er Draco an und sagte im Befehlston: Benutze das Spinnenfeuer gegen Harry. Fast zeitgleich fragten Harry und Draco und Hermine ungläubig: Was? Spinnenfeuer. Ich bin mir sicher, dass Draco den Fluch kennt und dass Harry ihn mit Leichtigkeit abwehren kann, erklärte Severus gelassen. Draco schüttelte den Kopf. Nein, das möchte ich nicht. Das ist zu viel. Viel zu was? Fragte Severus spottend. Zu gefährlich? Harry ist nicht gerade unbeholfen, was die Abwehr von Flüchen betrifft. Er kann sich sogar gegen den Imperius zur Wehr setzen. Da wird er wohl einen einfachen Fluch fernhalten können. Ich möchte das nicht, Severus. Ich... Draco wurde unterbrochen, als Severus zeterte. Bei Merlin, wo liegt hier das Problem? Wir führen hier ein Experiment durch und ich möchte eine Vermutung bestätigt wissen. Auch dieses Mal wollte Hermine wissen. Was haben Sie jetzt wieder für eine Vermutung? Ehrlich, antwortete Severus. Dass Flüche, die dem Gegenüber Schaden zufügen können, nicht von der gesamten Magie eines Zaubers unterstützt werden. Das würde eventuell erklären, warum nicht jeder dazu in der Lage wäre, einen Cruciatus anzuwenden oder gar den Todesfluch. Hermine stutzte und dachte laut. Das würde dann aber auch bedeuten, dass die innere Einstellung sehr von der eigenen Magie abhängig ist. Oder umgekehrt, dass die Magie von der inneren Einstellung abhängig ist. Harrys Farbe spiegelt seine innere Einstellung wider, genau wie bei Draco, sagte Severus. Hermine verkniff sich zu fragen. Und wie bei Ihnen? Stattdessen überlegte sie einen Moment und sagte kurz darauf zu Harry und Draco. Wenn ihr beide kein Problem damit habt? Es war Harry, der beteuerte, nein, habe ich nicht. Das Spinnenfeuer kann ich leicht abwehren, besonders wenn ich es erwarte. Nur zu, Draco. Ich weiß wirklich nicht, was, wenn etwas schief geht? Fragte er besorgt. Die goldene Lichtgestalt, unter der sich Harry verbarg, sagte, da wird nichts schief gehen, vertrau mir einfach. Er haderte mit sich selbst, doch er kam der Aufforderung nach und sprach den Fluch sehr langsam und deutlich, damit Harry genügend Zeit haben würde, den Schutzzauber anzuwenden. Der ockerfarbene Fluch hatte nicht einmal die Hälfte der Strecke zurückgelegt, da hatte Harry ihn auch schon neutralisiert. Wie ich es mir gedacht habe, murmelte Severus über seinem Stück Pergament, auf welchem er Notizen machte. Hermine beugte sich zu ihm und las in Gedanken mit. Magie verhält sich ambivalent. Nur ca. 10% der blauen Magiefarbe, Arbeitsgeist, wurde für den Fluch durch den Zauberstab gelenkt. Erstmals neue Farben aufgetreten. Gelb vermischt mit Rostrot und Dunkelgrau. Hermine, wenn Sie die Güte hätten, bei den beiden neuen Farben nachzuschlagen? Fragte er, dem nicht entgangen war, dass sie seine Aufzeichnungen mitgelesen hatte. Sie blätterte und blätterte, musste dann aber zu einem anderen Notizbuch greifen, in welchem sie einige Seiten des Buches über die Aurafarben kopiert hatte, und dort fand sie die Bedeutung, die sie auch gleich vorlas. Gelb zusammen mit Rostrot und Dunkelgrau deutet auf Wankelmut hin. Damit hätten wir den Beleg, dass die Magie auf die innere Einstellung zurückgreift. Denn Draco wollte Harry gar nicht angreifen und war daher unentschlossen. Die Magiefarben sind also höchstens im Normalzustand dieselben, ändern sich jedoch durch verschiedenste Einflüsse emotionaler Art, erklärte Severus trocken. Er nickte Draco zu und verlangte.
verwende den Imperius an Harry und befiehl ihm, auf dich zuzugehen. Und sie, Harry, werden natürlich alles versuchen, um dem Fluch zu widerstehen. Nein, das mache ich nicht, sagte Draco erbost. Das Experiment geht definitiv zu weit, Onkel. Ich werde nichts tun, weswegen man mich nach Azkaban schicken könnte. Auch Hermine redete dagegen an und äußerte sich zu Dracos Bedenken, indem sie sagte: Das ist nicht notwendig. Wir wissen ja jetzt, dass schlimme Flüche die Magiefarben beeinflussen können. Was ist schon dabei? Fragte Severus gelassen. Wir besprechen das doch im Vorfeld. Und Harry wird bestimmt nichts dagegen haben, sein Können unter Beweis zu stellen, oder? Harry sagte kein Wort, sodass Severus versuchte zu erklären. Womöglich bestätigt die Farbänderung der Magie, dass bösartige Flüche nur halbherzig oder gar nicht ausgeführt werden können, weil der Zauberer ihn gegen seine Überzeugung ausführt. Die vermehrte Anwendung bösartiger Flüche oder gar dunkler Künste könnte jedoch dafür sorgen und verantwortlich sein, dass die Magiefarben langfristig verändert werden könnten. Was wir aber nicht testen werden, weil das bedeuten würde, dass eine Testperson regelmäßig schlimme oder verbotene Flüche anwenden müsste, um ihre Vermutung zu bestätigen, warf Hermine aufgebracht ein. Ich habe den Trank in erster Linie entwickelt, um Harrys Gabe sichtbar zu machen. Später wird man damit vielleicht einmal Zauberern und Hexen helfen können. Deswegen möchte ich einem Squib den Trank verabreichen, um zu sehen, ob man einen Magiestau oder so etwas erkennen kann. Eine Abnormität, die verhindert, dass die Magie durch den Arm in den Zauberstab gelangt. Ich werde meine Testpersonen auf keinen Fall dazu anhalten, mehrmals am Tag einen Unverzeihlichen anzuwenden, nur um zu überprüfen, ob sie ihre Magiefarben negativ verändern oder gar komplett verdunkeln. Ich will keine Monster heranzüchten. Harry und Draco blickten die beiden schweigend an, während sie der hitzigen Diskussion von Severus und Hermine lauschten. Die beiden führten ein Streitgespräch, wie es weder Harry noch Draco jemals erlebt hatten, denn Severus und Hermine wurden auch mal lauter, gifteten sich an und verspotteten die Ansicht des anderen mit beißendem Sarkasmus, den Hermine mittlerweile genauso gut beherrschte wie ihr Lehrer. Jeden Moment würden sie sich an die Gurgeln gehen, dachten die beiden jungen Männer, aber nichts dergleichen geschah. Während die beiden noch diskutierten, näherte sich Draco seinem Goldenen gegenüber und fragte leise: Sind die beiden häufig so ungehalten? Keine Ahnung, ich erlebe so ein Gespräch zum ersten Mal. Ich denke aber, wir müssen uns keine Sorgen machen. Immerhin hat keiner von beiden den Zauberstab gezogen, erwiderte Harry teils belustigt, teils verunsichert. Die Diskussion über Sinn und Unsinn einiger Testverfahren verstummte plötzlich, als Hermine und Severus zeitgleich zu Harry und Draco hinüberblickten. Die beiden jungen Männer standen so dicht nebeneinander, dass sich ihre Farben leicht berührten. Harry wunderte sich, weil Hermine und Severus ihn so anstarrten, weswegen er an sich herunterschaute. Erst da wurde ihm bewusst, warum seine beste Freundin und sein Kollege so fassungslos waren, denn seine Magie schien die nähere Umgebung mit kleinen goldenen Fäden abzutasten, die sich wie Fühler eines Insekts von seinem Körper streckten. Severus fing sich als erster und kritzelte etwas auf seinem Pergament, während Hermine mit offen stehendem Mund auf die beiden Lichtgestalten blickte. Als Hermine wieder fähig war, ein Wort hervorzubringen, bat sie: Haltet euch mal an den Händen. Sonst geht's dir aber gut, Mine, fragte Harry herablassend. Nun macht schon, drängte sie. Harry gab nach und hielt Draco seinen Arm entgegen, doch bevor der Blonde zugriff, fragte dieser: Das wird aber nicht in dem Bericht stehen, oder? Nun ziert euch nicht, gebt euch einfach die Hand, Herrgott. Ohne weitere Widerworte griff Draco zu und in dem Moment, als sich die Hände berührten, gingen ihre Farben ineinander über. Harrys goldener Farbton krauchte langsam an Dracos Unterarm hinauf, während Dracos Rot und Blau sich mit dem Gold vermengten. Als die beiden sich wieder losließen,
behielt jeder ein wenig von der Farbe des anderen bei sich, welche sich mit der eigenen vermengte, bis die fremden Farben nicht mehr zu sehen waren. Gleich darauf flackerte Harrys Farbe kurz auf und verschwand dann komplett, so dass der aufgeregt sagte: »Was ist denn jetzt los? Meine Farbe ist weg!« Beruhigend antwortete Hermine: »Die halbe Stunde ist bei dir schon um, Harry.« Draco, der den Trank später genommen hatte, leuchtete weiterhin in seinen Magiefarben. Sich von seinem Tisch erhebend, ging Severus auf Harry zu und sagte: »Haben Sie irgendetwas Besonderes gefühlt?« Harry schüttelte den Kopf, denn er hatte nur Dracos Hand gespürt, wie bei einem normalen Handschlag, aber sonst nichts. »Severus«, sagte Hermine plötzlich laut, und nachdem er sich zu ihr umgedreht hatte, zeigte diese auf Draco, der seitlich hinter ihm stand. Er wandte sich seinem Patensohn zu und erstarrte zur Salzsäule. Kleine, sich schlängelnde Fäden von smaragdgrüner Farbe hatten sich um Severus' Arme gelegt, und diese Fäden stammten von Draco, der nichts anderes tat, als einfach nur dazustehen und wie gebannt auf seine Magie zu schauen, die sich unabhängig von seinem Willen selbstständig gemacht hatte. Severus winkelte seine Unterarme an und betrachtete die an ihnen heraufkriechende Farbe. Hermine näherte sich dem Schauspiel und stellte sich dicht neben Severus, und Harry tat es ihr gleich. Während sie alle vier dem unglaublichen Anblick ihre volle Aufmerksamkeit schenkten, legte Harry eine Hand auf Hermines Schulter. Ohne es zu bemerken, hatte sich eine dieser Magietentakel an Hermines Hand herangetastet und umfasste sie. »Hermine, sieh mal, deine Hand«, sagte Harry fasziniert. Sie hob ihre Hand und blickte auf die kleinen, grünlichen Verzweigungen, die sich um ihre Finger gelegt hatten. Harry legte eine Hand auf die ihre, und in diesem Moment wurde auch seine Hand von den magischen Fühlern erst zaghaft betastet und dann umschlungen. »Ich komme mir vor wie ein Krake«, nörgelte Draco, der noch immer bewegungslos vor den Dreien stand. Hermine beobachtete, wie Severus eine Hand auf die grüne Farbe auf seinem linken Unterarm legte, fast so, als wolle er Dracos Magie fühlen wollen, aber es war nichts zu fühlen. Es war nicht einmal spürbar wärmer geworden, wo die Magie einen berührte. »Warum stand das nicht in Ihren ersten Aufzeichnungen?«, fragte Severus mit einer ruhigen Stimme, in welcher unmerklich ein Hauch Verzauberung mitschwang. Hermine erwiderte ebenso mit verzückter Stimmlage, dass sie beim ersten Mal nicht so dicht beieinander gestanden hätten und dass deswegen das, was gerade passiert ist, nicht beim ersten Mal hätte geschehen können. Der Trank bei Draco verlor bald seine Wirkung und die beiden Testpersonen wurden entlassen, weil sich Hermine und Severus nun daran machten, ihre Beobachtungen nicht nur zu notieren, sondern auch zu diskutieren. »Harry? Draco?«, sagte Severus verabschiedend, bevor er die Tür hinter ihnen schloss. Draco zog eine Augenbraue in die Höhe und sagte nicht sehr ernst: »Da stellt man sich freiwillig als Laborator zur Verfügung und dann wird man am Ende lieblos hinausgeworfen.« Harry musste auflachen, bevor Draco und er zusammen ein wenig den Gang hinuntergingen, denn Dracos Räume lagen ganz in der Nähe. »Es macht mir ein wenig Sorgen, was wir eben erlebt haben«, sagte Harry leise und nachdenklich. Natürlich war Draco hellhörig geworden, weswegen er fragte: »Was genau meinst du?« »Na, dass die Magie auf andere Menschen übergehen kann«, erklärte er. Doch Draco zuckte nur mit den Schultern. »Warum sollte es dir Sorgen machen? Es ist doch nichts geschehen. Und so, wie ich es verstanden habe, geschieht das tagtäglich mit jeder Person, der man näher kommt, nur dass man es mit dem Trank das erste Mal sehen konnte.« Draco verstand wirklich nicht, warum er sich sorgte. Seufzend machte Harry deutlich: »Aber was, wenn jemand schlechte Magiefarben hat und man mit dieser Person sehr viel Zeit verbringt? Meinst du nicht, das könnte irgendwann einmal Auswirkungen haben?« Natürlich wusste Harry von Hermine,
dass Severus' Magiefarbe grau war und dies nichts Gutes verkündete. Draco spitzte die Lippen und dachte einen Moment nach, bevor er selbstsicher antwortete. Du vergisst, dass es andersherum genauso ist. Was? Harry verstand nicht ganz, auf was Draco hinaus wollte. Überleg doch mal. Wenn du davon ausgehst, dass schlechte Farben Einfluss auf jemanden haben könnten, dann werden ganz sicher gute Farben auch Einfluss auf schlechte haben. Alles im Leben gleicht sich irgendwie wieder aus. Draco stutzte einen Moment, weil ihm ein Gedanke durch den Kopf schoss, bevor er fragte. Hat das mit den schlechten Farben irgendeinen Bezug auf etwas, das mich interessieren könnte? Er war nicht auf den Kopf gefallen und ging davon aus, dass Severus und Hermine den neuen Trank anfangs gegenseitig an sich getestet haben mussten. Was ist bei Severus nicht in Ordnung, Harry? Fragte Draco diesmal genauer. Harry blieb stehen, blickte Draco verdattert an und grübelte darüber nach, ob Draco schon etwas von Hermine erfahren haben könnte. Harry, was sind Severus' Farben und was bedeuten sie? Da fragst du besser Hermine, antwortete er salopp. Doch damit wollte sich Draco nicht zufrieden geben. Weich mir nicht aus. Hat sie dir erzählt, was mit ihm geschehen ist, als ich neulich mit ihm geredet hatte? Ich habe gesehen, dass seine Augenfarbe sich verändert hat. Und ich weiß, dass ihr beide irgendetwas macht, um ihm zu helfen. Ich möchte wissen, was ihm fehlt, Harry, sagte Draco mit Nachdruck. Nochmals musste Harry seufzen, bevor er zugab. Wir wissen nicht, was ihm fehlt, aber wir glauben zu wissen, dass ihm etwas fehlt. Es ist schwer zu erklären, Draco. Draco stieß Luft durch die Nase aus, was ihn für einen Moment sehr arrogant erscheinen ließ. Doch dann klopfte er Harry zweimal auf die Schulter, bevor er sagte und danach ging. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir drei uns mal zusammensetzen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.